Jo, was geht? Ihr schaut Macklins Blog und willkommen zu einer weiteren Review. Wir quatschen über Deep End's Isolated Actions. Viel Spaß! Isolated Actions kommt mit 4 Songs daher, geht 9 Minuten 40 ungefähr lang, herausragende Länge und ist artwork-technisch, naja, es ist eine Pusteblume. Und mehr gibt es dazu auch bei der 7-Inch nicht zu sagen. Es gibt kein Booklet oder sonst irgendwas. Das war's, muss jeder selber wissen. Deswegen mache ich auch direkt hier mit der Musik weiter und mache hier gar keinen Cut, weil es nicht so viel zu sagen gibt. Musikalisch liefern Deep End. Ich dachte erst irgendwas Melodic Core so in Richtung Bad Religion. Dann ist mir aber aufgefallen, ich habe die Geschwindigkeit zu weit unten und habe es dann in die richtige Geschwindigkeit gestellt. Ist mir beim Gesang aufgefallen, da merkt man das dann ja. Und was ein Glück, es geht mehr in die Richtung von Millencolin. Ich finde Millencolin super und damit hatte ich direkt Spaß. Auch es gibt einen Song, der so 3 Minuten lang ist, alle anderen sind so 2,30 lang. Das funktioniert richtig, richtig schön, das geht nach vorne. Man hätte zwar hier und da vielleicht noch ein bisschen kürzen können, dann wäre es sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung Northern Tour gegangen. Aber auch so laufen die Songs richtig, richtig gut. Grundlegend sage ich hier mal direkt, musikalisch gefällt mir die B-Seite ein bisschen besser. Textlich gibt es 2 Songs, die exakt das machen, was man halt erwartet. Wenn jemand Melodic Core in Richtung Millencolin macht, ist halt irgendwie dieses... Ja, es ist ein bisschen gesellschaftskritisch. Aber auch ein bisschen, wo es halt um dich geht. Aber es gibt 2 Songs, die finde ich richtig, richtig cool. Nämlich das ist der Opener, Pressure heißt der, glaube ich. Und dort geht es einfach gegen Homophobie und für einvernehmliches Knutschi-Mutschi und pro einvernehmliches Knutschi, mach doch mit dem du willst, so, solange das für beide Seiten cool ist. Finde ich stark und halt, natürlich hat es auch eine politische Komponente, finde ich schön. Und Worthwhile, der letzte Song der Platte, ist dann tatsächlich so, ja, dieser Song hat überhaupt keine wirkliche Aussage. Es ist Punkrock, ist auch gar nicht mehr so wichtig, vor allem diese Art von Punkrock. Es geht hier darum, nochmal dieses geile Gefühl aus den 90ern irgendwie dir zu bringen. Und wenn du hier mit Spaß hast und dich nochmal irgendwie, nochmal so ein bisschen diese Erinnerung hast, wie du dich 94 auch bei den ersten Songs in dieser Musikrichtung fühlst, dann hat dieser Song eigentlich alles richtig gemacht. Und das finde ich nett. Es gibt nicht irgendwie so, ja, und wir sind heute auch noch total wichtig, sondern hey, es ist einfach... Natürlich ist es eine mittlerweile sehr alte Musikrichtung, aber sie macht Spaß und wir mögen sie und es soll halt Spaß machen und ihr sollt mit diesem Song Spaß haben. In Kombination eben mit zum Beispiel dem ersten Song, wo man ganz klare Haltung zeigt, finde ich das cool, finde ich stark und ich hatte wirklich Spaß mit der Platte und jeder, der irgendwie auf Melodic Core, Skatepunk steht, hört hier mal rein, damit werdet ihr auf jeden Fall was Schönes finden. Bis dahin, haut rein!